Bob. Grüezi und herzlich willkommen. Heute sind wir bereits unterwegs nach Rapperswil-Jona. Und wer sich jetzt fragt, wo zum Kuckuck denn Rapperswil-Jona liegt, dem kann ich sagen, Rapperswil-Jona liegt am Zürichsee. Ja, und etwas genauer am rechten Zürichseeufer, am östlichen Ende des eigentlichen Zürichsees. Wir picken uns dort einige besondere Sehenswürdigkeiten heraus. Zuerst den Fischmarktplatz, die Seepromenade, das über der Stadt thronende Schloss, die sehenswerte Altstadt, die schmucke Holzbrücke nach Hurden, dann betrachten wir eines der ältesten Bauernhäuser der Region im Stadtteil Jona, gehen zum Zirkus Knie Kinderzoo und zum Restaurant Bächlihof mit seinen originellen Kürbismotiven und wir beobachten Hirsche. Wer hätte das vermutet? Mitten in der Stadt. Rapperswil-Jona liegt auf der nordöstlichen Seite des Zürichsees. Man nennt sie Goldküste. Wobei, also meines Wissens, Gold wurde dort noch nie gefunden. Aber sehr teuren Boden. Nun, das Wetter ist heute prächtig und richtig geeignet für einen kleinen Stadtbummel. Ich denke, wir werden Spaß haben. Getrennt ist übrigens der Zürichsee vom Obersee durch den Seedamm und genau den werden wir nun nehmen. Bereits befinden wir uns auf dem Seedamm von Pfäffich und Schwyz nach Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen. Übrigens, Rapperswil und Jona fusionierten 2007 und aktuell ist Rapperswil-Jona die zweitgrößte Stadt im Kanton nach St. Gallen. Von weitem kann man das Schloss Rapperswil links und die römisch-katholische Stadtpfarrkirche St. Johann rechts daneben gut erkennen. Nun wird als erstes die Parkplatzsuche anstehen. Und das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden. Überraschung, parken war wider Erwarten kein Problem, hat gut geklappt. Am Hafen herrscht noch Ruhe, sogar die Enten genießen die morgendliche Ruhe. Auf dem Fischmarktplatz ist einiges los, zumindest optisch, mit den vielen bunt bemalten Herzen. Dabei handelt es sich um die Wanderausstellung Heartbeats von Claudia Knie und Carolina Caroli. Es werden mehr als 50 Skulpturen in Herzform, welche von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von Kindern bemalt wurden, zu bestaunen sein. Übrigens, mit dem Projekt werden Menschen in der Schweiz unterstützt, die wegen Covid-19 in Not geraten sind.
Beim Anlegesteg der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft ist noch kein Schiff vor Anker. Von hier geht's unter anderem bis zum Bürkliplatz in Zürich. Eine ganz tolle Strecke. Da kann man nur sagen, Leinen los! Ob Rundfahrt, Erlebnisschiff oder Schiffsvermietung, die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft beschert einzigartige Momente auf dem Zürichsee. Okay, ich muss zugeben, diese Allee macht richtig Spaß. Bei diesem Wetter und mit dieser tollen Aussicht. Hervorragend. Und hier werden wir von hinten zum Schloss hochsteigen. Tja, das ist eine erhabene Aussicht hier vom Lindenhof über die Stadt und den Zürichsee. Unten das wunderschöne Seebad mit Blick auf die Kempratner Bucht. Das circa 100-jährige in Holz gebaute Haus mit Liegeplätzen auf dem Dach lädt zum Schwimmen ein. Okay, natürlich eher in den Sommermonaten. Und von hier haben wir auch einen exzellenten Blick auf den Hirschpark. Dieser besteht auf dem Lindenhof seit 1871, und zwar zur Erinnerung an die Stadtgründung. Übrigens, ein ausgebildeter Wildtierhalter kümmert sich um die tiergerechte und liebevolle Betreuung der zahlreichen Hirsche. Schon stehen wir vor dem Schloss Rapperswil und genießen als erstes die erhabene Aussicht auf die Stadt und die Ferne. Die Burg wurde in den Jahren 1220 bis 1230 erbaut. Seit einer Renovation 1975 ist zum dritten Mal ein polnisches Museum innerhalb der Mauern des Schlosses untergebracht. Das von polnischen Emigranten gegründete Polenmuseum. Das Polenmuseum ist Zeugnis einer langjährigen polnisch-schweizerischen Freundschaft.
Die polnische Freiheitssäule steht hier seit 1868 als Zeichen der schweizerischen Verbundenheit mit Völkern, die um ihre Freiheit ringen. Ich denke, dass die Schweizer hier ganz genau sein wollten, mit zwei weithin sichtbaren Uhren und einer Sonnenuhr, um sicher pünktlich zu sein. Ja, und gleich neben dem Schloss steht die römisch-katholische Stadtpfarrkirche St. Johann. Und rechts die Liebfrauenkapelle, sie dient als Friedhofskapelle. Der Blick von der Stadtpfarrkirche auf den Hauptplatz. Super! Okay, tauchen wir in die Altstadt von Rapperswil-Jona ein und lassen uns von engen Gassen und wunderschönen Bauten begeistern. Von unten sieht's genauso begeisternd aus wie von oben. Wunderschön. Erstmals erwähnt wurde das Rathaus am Hauptplatz im Jahr 1419. Zum Gebäude gehören die Rathauswirtschaft, der Ratssaal, das Richterstübli und Teile des Stadtarchivs. Zurück auf dem Fischmarktplatz erwarten uns neben einigen tollen Restaurants auch das Visitor Center und natürlich wiederum die fantasievoll bemalten Herzen und eine prima Aussicht auf den Zürichsee. Dem Fischmarktplatz gegenüber befindet sich der Bahnhof von Rapperswil und von hier startet auch unser Weg zur Holzbrücke nach Hurden. Im April 2001 wurde die Holzbrücke quasi als Jahrhundertwerk zur Jahrtausendwende zwischen Rapperswil und Hurden eröffnet. Der schmale Durchgang zwischen dem Zürich und dem Obersee wurde von den Anwohnern schon immer zur Überquerung des Gewässers benutzt. Bis ins Mittelalter geschah dies allerdings mit Fährbooten.
Von der Holzbrücke öffnet sich uns der Blick auf die Hochschule Rapperswil. Sie ist seit dem 1. September 2020 mit der OST vereint. Diese neue starke Fachhochschule der Ostschweiz umfasst neben der HSR Rapperswil die Fachhochschule St. Gallen und die neue Technikum Buchs. Heilighüsli ist die Bezeichnung für diese Brückenkapelle am ehemaligen Brückenkopf der historischen Holzbrücke Rapperswil. Seit 1907 steht das Heilighüsli unter Denkmalschutz und ist Eigentum der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona. Auch in Hurden, am westlichen Ende der Holzbrücke, genießen wir eine phänomenale Sicht in die Berge und auch auf Rapperswil-Jona. Als nächstes machen wir einen kleinen Abstecher in den Stadtteil Jona, 10 Minuten mit dem Auto. Ja, und dort machen wir in der Stadtgeschichte einen kleinen Sprung zurück ins 18. Jahrhundert. Damals war Jona noch Hofgemeinde der Stadt Rapperswil und außerhalb der Stadtmauern waren nur die Handwerke Schneider, Schuhmacher, Wagner und Zimmermann erlaubt. Hier lebten also vor allem Bauern. Nun, neben den üblichen Geschäfts- und Wohnhäusern steht das frühere Bauernhaus Neuhof inmitten des Stadtteils. Seit 1987 übrigens mit ortsgeschichtlicher Sammlung. Dieses Bauernhaus, vorne in der Mitte ersichtlich, ist ein typischer Zeuge der regionalen bäuerlichen Baukultur des 18. Jahrhunderts. Übrigens um 1800 arbeiteten in Jona 10 Schneider,
etwa ein Dutzend Schuhmacher, drei Zimmerleute sowie Wagner, ein Tischmacher, drei Küfer und 9 Weber. Natürlich mit ihren Familien. Das Bauernhaus Neuhof besitzt heute leider nur noch wenig originale Bausubstanz. Okay, hübsch anzusehen, doch weiter geht's. Für unsere nächsten Ziele benötigen wir wiederum das Auto, aber nur für wenige Minuten. Und für Eishockey-Fans, hier links befindet sich das Stadion der SC Rapperswil-Jona Lakers. In ihrem Heimstadion feiern die Fans jeweils die Siege ihrer Mannschaft, wenn denn auch tatsächlich gewonnen wurde. Der Kinderzoo gehört zum Schweizer Nationalzirkus Knie und ist Teil dessen Winterquartiers. Im Unterschied zu anderen Zoos ist der Zooleitung der direkte Kontakt zwischen den Besuchern und den Tieren ein wichtiges Anliegen und durchaus erwünscht. Es dürfen diverse Haustiere gestreichelt und mit Zoofutter gefüttert werden. Zu sehen sind viele Huftiere, Elefanten, mehrere Affenarten, Nagetiere, Kängurus und viele Vögel. Insgesamt rund 400 Tiere aus rund 44 Arten. Daneben bietet der Zoo eine Seelöwenshow sowie Restaurants und Spielmöglichkeiten. Ja, und eines dieser Restaurants ist die Himapan Lodge, ein auf thailändische Speisen spezialisiertes Restaurant. Weiter geht's, wir wollen möglichst nahe an den Bahnhof ran. Dabei sind wir auch schon fast auf dem Gelände der Hochschule Rapperswil. Der Fußgängerbrücke über die Gleise kann man einen prima Ausblick über das Bahnhofgelände genießen.
Das Schloss und die Stadtpfarrkirche sind hier super im Blickfeld. Natürlich haben hier Kinder ihren Spaß, aber nicht nur. Der Bächlihof bietet neben einem Selbstbedienungsrestaurant, einem sehr gut bestückten Hofladen, auch Event- und Seminarräume. Bei solch hervorragendem Wetter wie heute ein ganz toller Ort, um ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen. Übrigens, auch Erwachsene dürfen an den originellen Spielen teilnehmen. Tja, mit diesen fantasievollen Motiven vom Bächlihof geht auch diese Episode ihrem Ende entgegen. Doch unsere Entdeckungsreise geht weiter. Nächstes Mal machen wir eine Wanderung rund um den Lago di Poschiavo, der zwischen den Ortschaften Leprese und Miralago in der Südbündner Talschaft Buschlav liegt. Wir lassen uns von der wunderschönen Aussicht auf den See begeistern, genießen die idyllischen Momente. Natürlich begegnen wir wieder der Rätischen Bahn, stellen fest, dass es auch auf diesem See eine Schifffahrt gibt und können nachvollziehen, wie der See entstanden ist. Denn der See wurde durch einen prähistorischen Bergsturz aufgestaut. Das verspricht gleichermaßen Spannung und Vergnügen. Mir bleibt natürlich, dir fürs Zuschauen ganz herzlich zu danken. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleib munter!